Hallo zurück bei The Temple of Elemental Evil. Wir machen direkt weiter. Und zwar stehen wir hier vor der Kirche. Und gehen da jetzt direkt rein. Yes, sir. Gucken, was uns hier erwartet. Haben wir hier, was haben wir hier? Was ist das? Cleric? Welcome to the Church of St. Cuthbert. I am Calmet. Please feel free to peruse the tracts and scrolls of our religion, or take a seat on our bench here. The poor box is located on the far table as well. Kommst auch irgendwie aus Polen oder Russland oder was? Ich möchte mit dem I'm afraid the Klerisch. chief cleric Turgeon is busy at the moment. Still, he might find time in exchange for a small donation to the poor box. Ja, nee, ist klar. Da sind Thank you for your kind donation. I'm sure Turgeon will be happy to speak with you now. Now, nicht nu. Ja, mehr will ich gar nicht wissen. Wo ist er denn hier die Treppe I can rauf? do that. Nehme ich mal an. Hier. Nice day. Ah, das sieht so aus wie ein Chef hier. Welcome to the Church of St. Cuthbert, friend. I am Canon Turgeon. How may I be of service to you? Ja, nett dich zu treffen. How can I help you? Da. Nicht so gute Nachrichten. Tell me then, what news have you? Alas, this brooch clearly identifies the woman as the Canonicity Day. Woe that she met such an unpleasant end. Were you not able to resurrect her? May St. Cuthbert watch over her now. I guess that I shall be required to remain out here for a while then. I come from a much bigger city with a much larger church, and I miss my friends there on the coast of the Near Dive. Making matters worse, bandits are raiding in town with a greater frequency, and the villagers are not attending our services as much. Bandits? Das ist doch mein Schlagwort. I cannot be certain, but there is a moat house nearby that had once been a den of evil, and it may be luring bandits back there as a base once again. Here, I shall mark its location on your map for you. Was kannst du mir noch über dieses Moat House? The Moat House had been an outpost for the Temple of Elemental Evil years ago. After the Battle of Emerdy Meadows, we found the Moat House and raised it. It was cleansed of all evil. Weißt du, wo der Tempel ist? The ruins of the Temple of Elemental Evil lie somewhere out beyond Emerdy Meadows. I have dared not to search for the ruins myself. And know not of their location. Warum sind da jetzt Banditen? Even in its demolished state, its proximity to the trade routes of Hamlet, with sheltered rooms and underground labyrinth, make it an attractive den for bandits. It would seem that it must be cleansed of evil once again. Ja, komm, fahren wir hin, oder? Leute, was sagt ihr? Ja, ne? Machen wir Banditen platt. Und weiter geht's. Oh, was denn du? Hier für Riesenkröten, ey. Of course. Ah. I'm off. As you wish. Machen wir einen Spruch. Nein, hier die Spells. Hier Sneak Potion. Im Moment gar nichts, oder was? I'd say yes.
task is done. Sage mal, ey. Treff die gar nicht. Ja, wie viel kommen denn da? Vier Stück, ey. Krass. Of course. Ja. Yes, sir. Yes, sir. Right away. Hat die gar keine Sprüche? Yes. Memoriert? Kann das sein? Muss ich dann gleich nochmal rasten, ne? Ja, bestimmt dann auch nicht, oder? Ja. Domain. Protection from Evil. Ja, muss ich einmal kurz nochmal rasten, ne? Ich hatte die Sprüche nochmal umgestellt. Oh, da kommt noch einer. Hm, wir gehen mal hier. Ich geh mal entgegen. As you wish. Hat die nicht einen Range denn? Hier doch. I can do that. Gerade sagen, die hat eine Armbrust. Kann sie wenigstens mal versuchen zu schießen. Wenn sie nicht. I believe so. Haut der jetzt ab. Of course. Ach, scheiße, jetzt hab ich ihn weggeklickt. As you wish. I can do that. Hey, Sean. I could do that. Yes. Will do. Oh. Oh. Oh, grab it. Okay. Of course. Yes. I could do that. Of course. Ja, Critical Hit Sneak Attack. Sehr gut. So, das waren die Jungs. Jetzt muss ich einmal eben kurz. Jetzt hätte ich clear the moat aus. News. Was habe ich gemacht? Okay. Was? Nee, glaube ich nichts. So, wo kann ich jetzt rasten? Town Map. Keine Ahnung. Da, Rest. Was? Until healed 5 Tage? Nee. 5 Tage, wenn ich hier nicht bleibe. Until morning. Rest. So, jetzt ist die Frage. Haben die jetzt ihre Sprüche bekommen wieder? Irgendwie nicht. Das ist ja echt komisch. Was? Ist das schon wieder was? Achso, C ist Combat dann. Keine Ahnung. Wow.
Wow. Was sind für Viecher? Yes. Riesenkram. Okay. Ja, man nicht viele Hitpoints. Okay. Yes, sir. Die Paladine trifft auf nichts. Yes. The task is done. Boah. Of course. Der trifft auch nix. Will do. Treffen alle nix. Okay. Was ist denn das für ein Scheiß? Yes, sir. As you wish. Yes. The task is done. Of course. Okay. Right away. Right away. Right away. Okay. I'd say yes. Irgendwie krieg ich die Sprüche nicht. Das ist doch echt schwul, ey. I believe so. Die treffen nix. Ich weiß nicht warum. Yes. Will do. Okay. Yes. The task is done. Scheiße, ich dachte, der war tot. Of course. Right away. Right away. Right away. Dead. Yes, sir. Kann ich hier plündern? Achso, da, die haben nichts. Yes, sir. As you wish. Und hier die. Die Frogs haben auch nichts, oder wie? As you wish. As you wish. Okay. Of course. Ich dachte übrigens, wir kriegen ein paar Froschschenkel. So. Oh. I can do that. Yes, sir. I could do that. Treffen wir wieder nix. Of course. So schlecht, ey. Kann auch gar nicht angehen. Will do. Ja, komm mal ran hier. I can do that. Yes, sir. Bam. The task is done. Nicht ganz. Perhaps so. I'm off. I'd say yes. The task is done. Of course.
Perhaps so. Right away. Right away. Okay. The task is done. Perhaps so. Ach, das. Oh nein. I'm off. Yes. Boah. Of course. Kann das bei 6 Schaden rein, bist du irre? The task is done. Right away. I'd say yes. Right away. Right away. I could do that. Bam. So. Perhaps so. Gehen wir da mal rein. Eine Ratte, ich bitte dich. Achso. Gar nicht böse, okay. Mal hier links. Will do. Okay. Yes, sir. Yes. I'd say yes. Fledermäuse. Schlangen. Los hier, ey. I could do that. Yes. Boah, ey, Kido, triffst du nicht meine Fledermaus? Was ist denn da los? Yes, sir. As you wish. Kann ich durch irgendwie. I could do that. I could do that. I believe so. Immer nach hinten. Yes. Endlich. I'm off. Kommst du auch gar nicht durch. Okay. Yes. Yes. Of course. Yay. So, habt ihr denn noch was? Das noch einer. Right away. Sehen. As you wish. So, jetzt aber. Denn hier irgendwas Schönes bewacht. Ich finde aber auch, das ist, man kann nicht reinscrollen, das ist schon. Ah. Achso, ich hatte mich übrigens vertan. Das Spiel ist von 2003, nicht 2006. Das ist noch einen Tacken älter. Kam somit sogar noch vor DDO raus. Dungeons and Dragons Online. Gut, yes. Wir gehen mal hier längs. Hier unten scheint ja nichts zu sein. Futtern irgendwo irgendwelche Leute was? Zombies. Okay. Kommen denn jetzt hier Zombies rein? I believe so. Oh. Ein Ogar. Na dann mal los. Yes. Ich doch mal. Right away. Yes.
Okay. Oh. Boah. 20. Of course. The task is done. Great. Yes, sir. I'm off. Yes. As you wish. Yes, sir. Also, meine Chancen zu treffen. Sneak attack. I believe so. Bam. I believe so. I'm off. I'd say yes. Was für ein Kämpfer, ey. Was ist nur Scheiß. Okay. Okay. Boah. Either way. Kriegt man voll auf den Kopf. So. Bang. Aufgestiegen. Sehr schön. So. I believe so. Hat er was bei sich? Kupfer. Was ist das? Freut mich. Nehmen wir mal jetzt. So. Geht irgendwie eine Treppe nach unten. Folgen wir da mal. Das ist voll so ein Höhlensystem. Bär sind hier, aha. Drei Stück. Okay. Of course. Right away. Of course. Wer denn? Oh oh. Oh, der holt noch mehr. Schwein. Sehr fies. I believe so. I believe. Fucking fly. I'd say yes. Wie so ein Boss, oder was ist das? So ein Typ. Achso, Female Bugbear. Bugbear. Bugbear, 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 Bugbear. Kein Boss oder so, okay. Of course. I'm off. Scheiß die Wand an, ey. Wir treffen nix, die Jungs. Nix, nix, nix. Yes. I could do that. Yes. Right away. As you wish. Will do. Nein, endlich. Okay. Boah. Er holt auch noch Hilfe hier, ey. Ist er nicht? Yes. Ja, Tito kriegt wieder voll auf die Fresse. I believe so. I believe so. Okay, yes. Come on. I'd say yes. As you wish. Right away. No. Alter. Die Jungs treffen also nichts. I could do that. Yes. Die trifft sowieso nie was irgendwie, habe ich das Yes, sir. Okay. Sehr schön. Oh! Der brennt hier. Barbarian Rage, okay. Of course. Tito trifft nichts. I could do that. Sag mal, ist der irgendwie displaced oder was ist da los, ey? The task is done. Auf Ammo. Sehr schön.
As you wish. As you wish. Right away. Wo denn? Au! Dummer Penner. Perhaps so. The task is done. Oh. Alter, was haben die denn gemacht? As you wish. Okay. Okay. Yes. The task is done. As you wish. Yes, sir. Right away. Okay. Of course. Of course. I believe so. Also ich muss sagen, of course. Spaß macht mir das Ganze nicht mehr. As you wish. Das dauert einfach zu lange, diese Kämpfe. Also ja, und Grafik ist das jetzt auch nicht so doll. Man kann nicht reinzoomen, um mal ein bisschen Details zu gucken. Ich weiß jetzt auch nicht, die Charaktere sind echt gar nicht schlecht. Warum die nichts treffen, ist mir ein Rätsel. Yes. Das Ganze zieht sich I believe so. Und ist einfach nicht mehr so zeitgemäß. Also da bin ich dann schon gespannter auf Pillars of Eternity oder Sword Coast Heroes, was jetzt demnächst kommt. Die sind ja in der ähnlichen Machart, Baldur's Gate-mäßig und so. Natürlich mit heutiger Grafik, muss man ja auch ganz einfach sagen. Und ich spiele gerne Retro-Games. Ich meine, das kann man auch sehen auf dem Channel mit Eye of the Beholder. Aber ich muss sagen, das Game hier packt mich überhaupt nicht. Ist schade, weil mich die Story interessiert hat. Einen groben Einblick in die Story hat man ja, wie das Ganze jetzt für die Charaktere ausgeht, weiß ich natürlich nicht. Ich denke aber, ich werde warten jetzt wie Neverwinter und DDO das Szenario Tempel des Elementaren Bösen. Yes, sir. Wie die das umsetzen werden für das jeweilige Spiel. Muss ich auch sagen, ist eigentlich eine ganz andere Spielwelt mit Greyhawk als Forgotten Realms. Von daher bin ich mal gespannt, wie sie das dann machen. Yes, sir. Aber hierauf muss ich sagen, habe ich echt irgendwie keine Lust mehr. Der anfängliche wow, cool. Okay. Ist ein bisschen verflogen, weil ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte man hier auch später herkommen und nicht gerade mit Level 2, ich habe keine Ahnung. Aber will do. Ein Let's Play macht keinen Sinn, wenn man nicht dahinter steht und yes. Den Spielspaß hat. Und das ist, muss ich sagen, bei diesem Spiel so bei mir. Ich kann das auch gar nicht sagen, warum. So, das war jetzt der letzte. Die anderen drei stehen da hinten irgendwo. Die lassen wir jetzt mal. Also, ich werde jetzt hier den Cut machen, werde das Let's Play hiermit beenden. Ja, es ist einfach zu alt. Und die Story-mäßig, weiß ich nicht, würde ich jetzt dann nochmal schauen. So, zu der Story. Ich habe jetzt gerade nochmal. Ich habe jetzt hier gerade nochmal aufgerufen, worum es da so ging.
Ich werde das mal vorlesen. Da es sich um eine 1985 veröffentlichte Rollenspielkampagne zu Dungeons & Dragons handelt, finden die Ereignisse in der ursprünglichen D&D-Hauptkampagnenwelt Greyhawk statt und nicht in dem zum Veröffentlichungszeitraum üblichen Forgotten Realms der Kampagnenwelt Verun. Das Modul gilt als archetypisches Beispiel einer D&D-Kampagne, in der eine zu Anfang namenlose, schwache Heldengruppe sich durch einen mit zahlreichen feindlichen Kreaturen bevölkerten Dungeon kämpft, allmählich an Stärke gewinnt und letztendlich das Böse vertreiben kann. Die Handlung ereignet sich im Umfeld des Ortes Homeland im Land Flananes. 13 Jahre vor Beginn der Kampagne war die Region bereits einmal Schauplatz einer großen Schlacht zwischen einer Armee des Bösen unter der Dämonin Zuktmoi und einem vereinigten Heer der nördlichen Reiche. Mithilfe des Magierzirkels der Acht konnten die bösartigen Kreaturen in ihr Hauptquartier, den sogenannten Tempel des elementaren Bösen, zurückgedrängt und magisch eingeschlossen werden. Doch mit der Zeit begann sich die Kräfte des Bösen zu regenerieren und mit seinen Truppen erneut in die umliegenden Lande einzudringen. Und da habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass selbst in den Tempel es Machtkämpfe gab zwischen den einzelnen Fraktionen mit Feuer, Wasser, Erde, was weiß ich. Zu Anfang des Spiels wird die Abenteuergruppe des Spielers mit einer scheinbar simplen Mission betraut, die sie in die Stadt Homeland führt. Die Erzählung, die den Anlass für die Reise gibt, wird von den Gesinnungen der Gruppe bestimmt, deswegen haben wir auch die Wahl am Anfang, und variiert daher. Nachdem die Gruppe vor Ort einige kleinere Aufträge für die Dorfbewohner ausgeführt hat, werden die Abenteurer schließlich gebeten, ein befestigtes Banditennest auszuheben. Oh, ach, das ist das hier schon. Okay, ein paar Vorquests haben wir da irgendwie nicht gemacht, ne? Das Moathouse. Wie es sich herausstellt, werden die Banditen von einem Priester des Tempels angeführt. Mit dieser Erkenntnis wird der Tempel zusammen mit dem Piratennest Nulp als Reiseziel verfügbar und die Gruppe begibt sich nunmehr auf die Suche nach dem Zugang zum Tempel. Im Tempel erfährt der Spieler, dass sich die Truppen des Bösen gemäß der Elemente Feuer, Eis, Luft und Erde in 4 Fraktionen aufteilen, die jeweils eine eigene Domäne innerhalb des Tempels besitzen und miteinander konkurrieren. Genau. Die Gruppe muss sich durch weitere Aufträge Zugang zu Hedrak, dem Anführer des Tempels, erarbeiten. Der Spieler steht vor der Entscheidung, Hedrak zu töten oder in dessen Auftrag den Hügelriesen Scorb zu töten. Entscheidet er sich für die letzte Option, wird er in die Reihen des Tempels aufgenommen und das Spiel beendet. Tötet er Hedrak, erhält er Zugang zu den 4 elementaren Knoten, die jeweils einen Edelstein beherbergen. Diese lassen sich in ein mächtiges Artefakt einsetzen. Es folgt die abschließende Konfrontation mit Zuktmoi, die zu den 3 unterschiedlichen Finalvarianten führt. Zuktmoi wird für 66 Jahre gebannt, Zuktmoi wird endgültig vernichtet oder Zuktmoi wird verschont und die Abenteuergruppe reichlich belohnt. Das einmal so zum Handlungsstrang, der uns hier erwartet. Wir sind halt schon in diesem Moathouse, haben jetzt, gut, wir hätten in Homeland noch durchs Dorf retten gehen können und wahrscheinlich irgendwelche Katzen retten können. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ein Spiel eigentlich packt, sollte man dann auch so ehrlich sein und sagen, komm, lass gut sein, machen wir hier einen Cut. Ich bin gespannt, wie das Ganze in DDO Neverwinter umgesetzt wird. Wird dazu, denke ich mal, noch ein Let's Play machen. Aber das soll es erstmal für mich mit Tempel des elementaren Bösen gewesen sein. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, weiter wird das hier nicht gehen. Also noch eine Folge wird nicht kommen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für und ja, schaltet dann wieder ein. Hoffentlich bald, wenn es heißt Let's Play DDO oder Let's Play Neverwinter, der Tempel des elementaren Bösen. Ich bin gespannt. Bis dahin, bleibt mir treu, euer Tito.